In Brüssel herrscht derzeit der Ausnahmezustand. Die Behörden haben am Wochenende die höchste Terrorwarnstufe verhängt. Das bedeutet konkret, dass eine ernste und akute Bedrohungslage vorliegt. Herzlich willkommen bei NZZ Global. Die Schulen in Brüssel sind vorerst geschlossen, die Metro steht still und Konzerte und Sportveranstaltungen sind abgesagt. Aus Brüssel ist uns nun der NZZ-Korrespondent Fabian Fellmann zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Fellmann. Guten Tag, Frau Lange. Wie sieht es derzeit auf den Straßen Brüssels aus? Sehr ruhig. Am Sonntagabend hat der Nationale Sicherheitsrat die höchste Terrorwarnstufe verlängert. Alle Schulen bleiben geschlossen, alle Kinderkrippen bleiben geschlossen. Deswegen bleiben auch viele Arbeitnehmer zu Hause, arbeiten von zu Hause aus. Dazu haben auch viele Arbeitgeber aufgerufen, etwa die Banken, die belgischen. Verkehr hat es aber eigentlich fast wie an jedem Tag hier. Das ist ein richtiges Chaos auf den Straßen. Das hängt damit zusammen, dass eben auch der öffentliche Nahverkehr weitgehend lahmgelegt ist. Die Metro ist geschlossen. Viele Busse fahren ebenfalls nicht, weil die Busfahrer aus Angst nicht zur Arbeit erschienen sind. Wie fühlen sich denn die Belgier angesichts der unmittelbar bevorstehenden Terrorgefahr? Sehr verschieden. Die einen reagieren verunsichert. Das hat sich zum Beispiel daran gezeigt, dass über 400 Personen pro Stunde die Hotline der Behörden angerufen haben, um sich zu erkundigen, wie sie sich jetzt verhalten sollen am Wochenende. Andere wiederum reagieren schon fast abgeklärt oder eben mit der typisch belgischen Gemütlichkeit und auch Ironie. Das hat sich gestern gezeigt, als die Polizei in Brüssel verschiedene Aktionen durchgeführt hat, auf den sozialen Medien und in Radios und Fernsehstationen kursierten sofort Informationen, Bilder. Die Polizei hat dann dazu aufgerufen, diese Bilder nicht mehr zu verbreiten in Live, damit die Terroristen mutmaßlich nicht die Stellungen der Polizei nachverfolgen können und die Bewegungen der Polizei analysieren können. Die Twitter-User aus Belgien haben darauf reagiert, indem sie den Kanal auf Twitter mit Katzenbildern zugespammt haben, damit die Terroristen eben keine Informationen mehr finden. Sie sprechen es an, die Informationslage ist also dünn. Aber was weiß man denn ganz konkret, welche Anschläge soll es geben? Man weiß, dass es Anschläge vom Typ wie in Paris geben soll. Die Sprachregelung der Regierung lautet da ähnlich wie in Paris. Das heißt, an mehreren Orten gleichzeitig mit Schusswaffen, mit Sprengstoff. Das ist aber auch schon alles, was man weiß. Man kann nur schließen aus der Terrorwarnstufe 4, so besagt es das Gesetz, dass die Terrorgefahr, die Gefahr von der Ausführung von Anschlägen unmittelbar ist und dass sie ernsthaft ist. Von wem diese Terrorgefahr genau ausgeht, sagen die Behörden nicht. Offensichtlich geht es um islamistisch geprägten Terror. Es steht hier alles im Zusammenhang mit den Attentaten von Paris. Aber ob dahinter konkret Salah Abdeslam, ein flüchtiger, mutmaßlicher Terrorist, steckt, das weiß man nicht. Ebenso weiß man nicht, ob dahinter die Terrorzelle steckt, welche mutmaßlich am Sonntagabend ausgehoben wurde. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Belgien im Zentrum des internationalen Terrorismus steht. In der Vergangenheit standen häufiger Attentäter aus Brüsseler Vororten. Wie reagieren denn nun die Politiker darauf, dass erneut Belgien ins Zentrum der Terroristen gerückt ist? Zum Teil mit markigen Worten. Innenminister Yann Jambon, ein konservativer Flame etwa, hat gesagt, er werde persönlich in Molenbeek aufräumen gehen. Das hat ähnlich getönt, wie das der französische Präsident Sarkozy vor einigen Jahren gesagt hat, als er in den Banlieues mit dem Kärcher aufmarschieren wollte. Andere stecken den Kopf in den Sand bzw. schieben einander die Schuld zu. Dazu gehört die liberale Bürgermeisterin von Molenbeek, wo die meisten Terroristen herkamen. Sie hat eigentlich im Wesentlichen ihrem Vorgänger die Schuld gegeben, der 20 Jahre lang Bürgermeister war, ein Sozialist. Der wiederum schob die Schuld aber den föderalen Behörden zu, die hätten ihm eben zu wenig Geld gegeben für die Polizei- und Präventivarbeit. Und daran zeigt sich eben auch, wie überhaupt in Belgien ein solches Terrornetzwerk entstehen konnte. Die Behörden verstricken sich in ihren komplizierten Strukturen, die nach Sprachregionen und nach geografischen Regionen aufgesplittert sind.
Sie können sich dort in die Verantwortungslosigkeit flüchten. Es ist nicht klar, wofür zuständig ist. Und es behindert auch den Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Ebenen der Sicherheitskräfte. Also ein recht chaotisches Bild zeichnet sich da ja in Belgien. Nun ist es aber so, dass ja Brüssel auch der Hauptsitz der Europäischen Union und der NATO ist. Wie reagieren denn diese Institutionen auf die akute Anschlagsgefahr? Unterschiedlich. Die Europäische Kommission zum Beispiel kennt immer noch die Warnstufe Gelb. Der Europäische Rat hingegen, dessen Gebäude keine 20 Meter über der Straße liegt, der hat Stufe Orange verhängt. Da weiß man nicht genau, warum sie zu dieser unterschiedlichen Einschätzung kommen. Terrorstufe Orange heißt beim Europäischen Rat, dass alle nicht essentiellen Treffen abgesagt sind. Das heißt, es treffen sich nur Minister heute, die Finanzminister zu Griechenland, die höheren Diplomaten treffen sich ebenso, die alle normalen Arbeitstreffen hingegen sind abgesagt. Auch bei der Europäischen Kommission hat man das Personal dazu aufgerufen, so weit wie möglich von zu Hause zu arbeiten. Das Gleiche gilt für das westliche Verteidigungsbündnis NATO, dessen Hauptquartier beim Flughafen draußen liegt. Dort finden ebenfalls alle nicht essentiellen Treffen heute nicht statt. Die Leute sollen von zu Hause aus arbeiten. Herr Fellmann, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung aus Brüssel. Frau Langer, vielen Dank. Den aktuellen Stand der Ermittlungen zu den Attentätern in Paris und auch wie es weitergeht mit der Terrorgefahr in Belgien verfolgen wir bei der Neuen Zürcher Zeitung für Sie ganz genau. Aktuelle Beiträge finden Sie jederzeit auf unserer Webseite. Für heute vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei NZZ Global.